Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Hijabflowers zu einem erneuten Shein-Haul und zu einem XXL Shein-Haul. Ich habe nämlich zwei Bestellungen, die ich euch zeigen möchte. Da ich ja in der Quarantäne war, haben sich die Bestellungen gehäuft und deswegen dachte ich mir, ich versuche es so gut wie möglich in einem schnellen Durchlauf euch beide Bestellungen in einem Video zu zeigen. Ich muss sagen, das sind auch ganz viele Teile, wonach ihr immer gefragt habt. Das sind so zwei Teile und deswegen möchte ich direkt auch mit dem Video starten. Vorweg Mädels, mein 15% Rabattcode ist immer noch aktiv. Mit Flowers 15 kannst du 15% sparen, vergiss das nicht. Und jetzt starten wir aber wirklich mit dem ersten Teil. Ich möchte euch ein Zweiteiler zeigen oder ich möchte euch sogar zwei Teiler zeigen. Das eine, was ich euch jetzt so zeige, habe ich euch eigentlich schon mal gezeigt, aber da hatte ich die falsche Größe erhalten, wollte es aber unbedingt auch in meiner eigenen Größe haben. Der kostet 38 Euro und den habe ich jetzt in der Größe, Moment, Größe M mitgenommen. Das ist wirklich so ein kuscheliger Zweiteiler für zu Hause, aber auch wenn man möchte für draußen, da das Oberteil länger ist, kann man das auch, wenn man möchte, draußen kombinieren. So ein Cardigan mit so einem Bindegurt. Ich werde es höchstwahrscheinlich ohne verwenden. Und so eine weite Hose. Die ist richtig schön kuschelig. Ich fand damals auch schon direkt die Quali so gut, dass ich das mir wieder nochmal bestellt habe. Das größere habe ich schon weggegeben. Und ja, die Person hat sich auch mega gefreut. Bei dem zweiten Zweiteiler handelt es sich um diesen braunen Zweiteiler, so ein Strick-Zweiteiler auch. Dieses Mal ist das jetzt kein Cardigan, sondern wirklich so ein schöner Pulli-Oberteil, schön in dunkelbraun. Hatte ich sogar in einem YouTube-Video an und ich habe immer danach gefragt. Und ja, der war immer ausverkauft, der ist immer noch ausverkauft, deswegen dachte ich mir, macht keinen Sinn, aber ich dachte mir, vielleicht wollt ihr eine andere Farbe haben oder die Farben sind immer wieder aufgestockt. Ich habe lange darauf gewartet, damit ich auf euch auch antworten kann, woher ich den habe. Leider ist er die ganze Zeit ausverkauft. Sobald der wieder da ist, gebe ich euch auf Instagram Bescheid, aber andere Farben. Ihr könnt es in Armeegrün haben, in Beige haben, in Schwarz haben, auch in anderen tollen Tönen. Und deswegen zeige ich euch das jetzt auch. Wie gesagt, so ein Strick. Zweiteiler, wieder so eine weite Hose und mit einem etwas längeren Oberteil. Ich habe aber beide in der Größe L mitgenommen, damit das Oberteil schön oversize ist und nicht zu kurz, weil der war so ganz knapp. Ich dachte mir so, vielleicht wäre der doch schon zu kurz, aber hat gut geklappt. Also ich würde dir auch raten, vielleicht eine Größe größer zu kaufen. Für 21 Euro habe ich noch so eine Lederjacke mitgenommen, auch in braun. Aktuell ziehe ich sehr gerne braun an, also Beige-Töne wisst ihr, Erdtöne sind eh meine Farben, aber braun habe ich so wirklich neu wieder für mich entdeckt, würde ich jetzt sagen. Und ja, leider ist aber der hier schon ein Tick zu kurz. Man muss darauf achten, was für eine Hose man darunter anzieht, ob wie weit oder vielleicht sogar mit einem Kleid kombinieren. Dennoch gefällt mir das sehr. Ich bin mir aber wirklich noch unschlüssig, wie ich das kombinieren werde, da der mir ein Tick doch zu kurz ist. Schaut mal, so eine Lederjacke, eine richtig dünne Lederjacke müsst ihr mit beachten, den man hier in der Mitte, also an der Taille schön zusammenziehen kann, sodass das schon so schöne Form hat. Habe ich in der Größe, XL, entspricht aber der 38, für 21 Euro mitgenommen. Auch das hatte ich schon bei einem YouTube-Video an, also ich glaube, Bei welchem hatte ich das dann an? Bei einem H&M Haul vielleicht? Ich weiß es nicht, aber ich finde das mega süß, Mädels. Das habe ich auch zu Hause sehr gerne angezogen. Der ist minimal kurz. Also der ist nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz. Ich habe es jetzt mit einer Jogginghose zu Hause kombiniert. Ich liebe aber gerade so diese Teddy-Bilder, Abdrücke auf Pullis, auf Cardigans, aber auch auf einfach solche Basic-Oberteile. Finde ich richtig cool. Der kostet auch wirklich nur 18 Euro. Finde ich top. Auch den habe ich in der Größe XL. Entspricht einer 38 mitgenommen. Eigentlich ist es ja üblich, dass ich direkt mit dem anfange, was ich anhabe. Habe ich vollkommen vergessen. Ich habe auch zwei Teile kombiniert, die ich euch in diesem Haul zeigen möchte. Einmal hier meine Bluse, eine grüne, etwas längere und Oversize-Bluse. Finde ich richtig toll. Die kostet aber auch nur 9 Euro. Auch die habe ich eine Größe XL, also 38 mitgenommen. Darunter habe ich eine Korthose an. Die ist auch in einem so schönen, tollen Ton. Braunton, Beige-Ton. Seht ihr ja eh.
Und ich mag auch bei der Hose, dass sie schön gerade geht. Das Oberteil kostet nur 9 Euro, wie gesagt. Und die Hose kostet nur 19 Euro. Auch die Hose ist in der Größe XL, also entspricht der 38. Ja, so finde ich die Kombination auch richtig toll. Ich habe wirklich dieses Mal nur einen Wintermantel mitgenommen. Das eine, was ich euch eben jetzt in Leder gezeigt habe, ist so hauchdünn, also dass man das jetzt fast gar nicht in die Kategorie Mantel oder Jacke. Doch, Jacke schon, aber keinen Mantel. Naja, kommen wir jetzt zu dem Teil. Schaut mal, wie schön sind denn bitte schön die Farben. Wie gesagt, ich habe euch gesagt, kariert gefällt mir wirklich sehr. Ich habe wirklich sehr viel in Karo-Muster. Aber schaut euch mal vom Stoff her, wie kuschelig kann etwas bitte sein. Kann man das erkennen? Ich hoffe ja. Aber der ist mega kuschelig. In diesem tollen lila Ton, lila-grün Ton. Ich mag einfach die Kombi sehr. Man erkennt grün nicht so sehr, aber da ist wirklich die ganze Zeit auch viel grün mit beinhaltet, aber so richtig dunkelgrün, schwarz, lila. Das sind die Farben. Der ist wieder nicht zu lang, nicht zu kurz, aber ich brauche auch Mäntel, die nicht immer zu lang sind. Ich liebe ja lange Mäntel, aber bei weiten Hosen gefällt mir auch etwas kürzere Mäntel. Und der kostet wirklich nur 28 Euro. Oh mein Gott, und hierbei habe ich wieder die Größe, nein, dieses Mal habe ich die Größe L mitgenommen. Das entspricht der Größe 36, aber ich denke, das habe ich echt gut gemacht. Der hat hier an den Seiten Taschen, so zweireihige Knöpfe. Für 28 Euro habe ich auch noch so ein Cardigan mitgenommen, auch schön all-size. Auch wirklich wieder in dieser mittellangen Länge, nicht zu kurz, nicht zu lang. Und ja, schön all-size. Ich denke, das habe ich auch in der Größe XL mitgenommen. Genau, XL, 38 also. Aber schaut mal, wie schön die Farben sind. Das ist so ein schönes Beige-Ton mit Schwarz gestreift. Sieht einfach richtig schön cozy aus und würde auch richtig gut hier mit meiner Hose kombiniert aussehen, finde ich. Zeige ich euch auch jetzt einfach so getragen. Mal gucken, den hatte ich noch nicht an, freue mich aber darauf. Und guckt mal, wer wach geworden ist. Sandra cozy sind, Sandra kuschelig sind. Oh mein Gott, ich könnte mit dir jetzt einschlafen. Gnaden. Ist der nicht mega, mega, mega kuschelig? Och, 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 och. Bist du auch oversized, Schatz? Hier drauf freue ich mich mega, weil das von dem Stoff her mir richtig gefallen hat. Ich weiß gar nicht, welche Farbe das genau sein soll. Ich lese mal rein. Und zwar hier steht, das ist die Farbe dunkelgrau. Puh, der sieht so grünlich-grau aus. Aber naja, der kostet 20 Euro, Mädels. Aber ich versuche euch mal das vom Stoff her zu zeigen. Richtig gute Quali, finde ich. Man erkennt das oft direkt. Das ist wieder dieselbe Länge, obwohl der ist minimal doch länger. Schön wieder oversize, hat beige Knöpfe. Hierbei habe ich die Größe L mitgenommen, entspricht einer 36. Und ich denke, das ist auch eine gute Entscheidung gewesen, da das schon mega oversize ist. Aber wirklich schön schwer und wirklich tolle Quali. Okay, wir sind mit der ersten Bestellung durch und hier habe ich ein paar Hosen und ja, ich glaube mehr Hosen als alles andere. Ja, ich habe noch nur ganz wenig, was ich euch noch zeigen möchte, und zwar ein Pulli. Einfach nur ein Basic-Oberteil in diesem schönen geflochtenen Stil. Eigentlich relativ easy, auch in der Länge. Ich merke komplett, alles, was ich gekauft habe, ist in dieser nicht zu lang, nicht zu kurz Länge. Deswegen muss ich das, glaube ich, euch nicht tausendmal sagen. Und auch das hier ist in der Größe 38 XL und finde auch ganz normal basic. Als nächstes werde ich euch drei unterschiedliche schwarze Hosen zeigen. Und das erste, was ich euch zeige, ist eine schwarze Lederhose. Ich muss sagen, ich kann mich gar nicht daran erinnern. Ich glaube, das ist meine erste Lederhose. Ich überlege gerade. Naja, ich kann mich nicht daran erinnern, ob ich je eine Lederhose hatte. Ich glaube aber nicht. Naja, ich freue mich mega auf diese Lederhose, weil bei einer Lederhose ist für mich wichtig, für eine Hijabi, meiner Meinung nach, also zu meinem Stil, es war wichtig, dass die Lederhose nicht figurbetont ist. Und da habe ich, finde ich, meine Lieblingslederhose jetzt entdeckt. Es ist nämlich eine schwarze Lederhose, die komplett weit sitzt und schön gerade gehend, wisst ihr. Und ja, ich finde den richtig cool. Von der Länge her, erstmal von dem Bund her hat der mir mega gefallen. Und auch von der Länge her, ich bin 1,60 lang. Und dementsprechend sind meistens Hosen zu
lang, aber ich muss sagen, alles, was ich heute dir hier zeigen werde, passt von der Länge her top. Also die Hosen, die ich dieses Mal mitgenommen habe, haben alle wirklich sehr gut gepasst. Naja, ich habe diese Hose in der Größe M mitgenommen. Wie gesagt, die Länge und das Modell haben mir sehr gefallen. Dann habe ich noch eine schwarze Jeanshose mitgenommen. Auch hierbei muss ich sagen, komplett richtige Größe erwischt und Länge passt wieder mal richtig gut. Ich liebe es, wenn ich Hosen finde, die wirklich komplett so richtig gut passen. Das ist echt sehr schwer bei meiner Größe, muss ich sagen. Hier habe ich die Größe L mitgenommen. Das entspricht einer 36. Der hat hinten so einen dehnbaren Bund, vorne nicht. Und den werde ich definitiv in allen Farben mitnehmen, weil diese Hose haben die in Beige und in Weiß, in Jeans und Blau sozusagen. Und der hat minimal hier hinten eine längere Seite. Das ist so ein Tick weniger, wisst ihr? Finde ich aber an sich schön. Und auch diese Hose ist nicht eng geschnitten, sondern geht weit und so gerade. Gefällt mir auch sehr. Aktuell ziehe ich wirklich nur diese Hosen an. Und zu der letzten schwarzen Hose, diesmal was anderes. Ich schaue mal direkt, der kostet nur 14 Euro, weil komplett was anderes. Ich muss aber auch ehrlich sagen, vom Stoff her hat der mir nicht gefallen. Dennoch werde ich den aber kombinieren, weil ich finde, ist jetzt nicht so wichtig. Seht ihr, so ein glänzender, dünner Stoff ist, finde ich, nicht in einer guten Quali, muss ich ehrlich sagen. Für 14 Euro finde ich es dennoch okay. Habe ich auch wieder in der Größe 38 mitgenommen. Und das Besondere bei der Hose ist, dass der hier eine Öffnung hat. Schaut mal. Die Öffnung ist genau mittig vorne. Ich habe eine Strumpfhose mitgenommen. So eine Hautfarbe-Strumpfhose. Ich muss sagen, auf dem Bild sah das für mich doch ganz anders aus, als das, was ankam. Jetzt so, wie es so aussieht, ist wirklich ganz normal Hautfarbe Strumpfhose. Ich dachte mir aber, der ist so schön kuschelig und für den Winter geeignet. Und ja, nee, der ist also ganz normal schön dehnbar und höchstwahrscheinlich ist das auch für die Figur schmeichelnd. Aber ja, ganz normal langweilig, so Senioren-Strumpfhose würde ich beinahe behaupten. Also die Farbe hat mir doch gar nicht so gefallen. Kostet 10 Euro. Dennoch kann ich mir gut vorstellen, das unter so weißen Maxi-Kleidern anzuziehen, sodass das ja von den Farben her, also wenn man schwarze Strumpfhose darunter anzieht, ist das manchmal, macht das alles so ein bisschen dunkler. Deswegen ist okay, aber doch ein Tick enttäuscht. Okay, die letzten beiden Teile noch und wieder so ein Basic und so ein Basic Pulli, aber das ist nicht derselbe. Ich zeige euch mal den Vergleich. Der ist in einem hellen Beige-Ton, Beige-Grünton beinahe und der ist in so einem schönen braunen Ton, aber in demselben Stil, also nicht zu lang, nicht zu kurz. Ich würde sogar behaupten, der ist doch zu kurz. Doch, nee. Ehrlich gesagt, den habe ich noch nicht angehabt, aber ich merke, das ist nichts für mich. Den werde ich höchstwahrscheinlich abgeben. In der Größe L ist jetzt nicht wirklich meine Empfehlung, ehrlich gesagt, an euch. Der sieht mir doch schon zu kurz aus. Kostet 16 Euro. Und kommen wir zu dem letzten Teil. Das ist ein Nachkaufprodukt sozusagen. Ein Schal. Ich hatte den schon in ganz hellbeige. Und jetzt habe ich mir den in braun nachgekauft. Ich schaue mal, ob das wirklich die Farbe braun ist. Doch. Das ist wirklich die Farbe braun. Schaut mal, richtig schön. Und wie gesagt, ich war mit dem ersten in Beige so zufrieden, dass ich mir den jetzt auch in braun nachgekauft habe. Der ist schön kuschelig, hält warm, sieht schön aus, ist mega lang. Und ich muss sagen, die haben den in wirklich 1000 verschiedenen Farben noch. Schaut mal. Es könnte sehr wahrscheinlich sein, dass ich euch bei dem nächsten Shein-Haul diese Farbe zeigen werde. Ich finde die nämlich richtig toll. So ein helles Pink steht drauf. Wenn der noch da ist, werde ich mir den auch, wie gesagt, in Pink nochmal nachkaufen. Richtig cool. Also auch, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das vom Preis schon genannt habe. Kostet nur 12,50 Euro, finde ich ehrlich gesagt, für einen Schal, der mir wirklich so gut gefällt, auch top. Naja, Mädels, das war es auch schon von meiner Seite. Das waren die beiden Bestellungen, die ich euch versucht habe, so schnell wie möglich zu zeigen. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Ich hoffe, da war was, was du gesucht hast oder das Video hat dir allgemein einfach Spaß gemacht. Schreib mir mal bitte in den Kommentaren, was dein Lieblingsteil war. Für mich waren das, glaube ich,
die beiden Zweiteiler, aber auch der lilane Mantel und alles andere ist ja eigentlich basic. Aber die Hosen, ne? Man braucht echt gute Hosen und ich finde, in diesem Haul habe ich euch doch schon relativ gute Hosen gezeigt. Naja, ich wünsche euch einen angenehmen Montag. Ich hoffe, dass ihr einen tollen Start in die Woche hattet. Wir sehen uns am Donnerstag beim nächsten Video. Ich wünsche dir einen angenehmen Tag. Deine Hijab Flowers.